Ja, vielen Dank an den Bundesverband für die Einladung. Ich wurde gebeten, etwas zur sicheren Kreuzung aus Darmstadt mitzubringen. Die neue kleine Utrecht genannt auch vielleicht in Zukunft. Mein Name ist Tim Schwendi, ich bin Architekt aus Darmstadt und habe vor 2 Jahren den 3. bundesweiten Radentscheid mitinitiiert und die Initiative Darmstadt fährt Rad gegründet. Viele kennen mich noch unter dem Namen Tim Kress. Die meisten Frauen nehmen bei der Hochzeit den Namen des Mannes an, aber nur 7% aller Männer nehmen den der Ehefrau an. Warum erzähle ich das? Weil die Zahl einfach wunderbar zu der Lieblingsstatistik der neuen internationalen Radaktivisten passt. Denn fast genauso groß ist nach Gellers berühmter Schätzung der Anteil derer, die sowieso schon Rad fahren. 60% aller Verkehrsteilnehmer hingegen sind Menschen, die sich vorstellen könnten, Rad zu fahren, es aber aus verschiedenen Gründen nicht tun. In der Tendenz ist es auch in Deutschland so, dass sich Verkehrsteilnehmer beim Radfahren zu unsicher fühlen oder es ihnen zu unbequem ist. Wer will, dass mehr Menschen Radfahren, der braucht eine Infrastruktur für diese 60%. Der braucht eine Infrastruktur, die stressfreies Radfahren ermöglicht, die das Radfahren bequemer, einfacher, da ist es wieder, und attraktiver als das Autofahren macht und die sicher ist im Sinne der Vision Zero und unabhängig vom Verhalten anderer. Ich habe hier nochmal ein Wort hingeschrieben, was Architekten und Designer immer in ihrem Studium lernen, nämlich Form follows Function. Also die Infrastruktur muss so sein, dass sie funktioniert und dass sie von vielen genutzt wird. So sind unter anderem auch durch Initiativen der Radentscheide die ersten geschützten Radfahrstreifen entstanden, Flächen, auf denen bequemes, konfliktarmes und sicheres Radfahren möglich ist. Auf Initiative von Darmstadt fährt Rad, von dem Radentscheid Darmstadt, dem ADFC und der Stadt Darmstadt hat auch Darmstadt seine erste Protected Bike Lane bekommen. Wir haben dazu im April 2018 diesen Vorschlag gemacht für die Umgestaltung der Rheinstraße im Zentrum von Darmstadt. Auch die Stadt Darmstadt hat ein Jahr später erkannt, wie wichtig Bilder sind, um Menschen von guten Projekten zu überzeugen und hat diese Visualisierung nachgeschossen. Und gebaut wurde sie einen Monat später innerhalb von 2 Tagen. Das ist der Geist der Protected Bike Lane. Die Stadt hat sich entschieden, zur baulichen Trennung diese Betonpoller aufzustellen. Jetzt gibt es Frankfurter Hüte, Kölner Teller, Berliner Kissen und den Darmstädter Nippel. Diese Poller haben sehr viele Vorteile, sind nicht festgeklebt in diesem Fall und sind unglaublich freundlich. Doch bislang enden auch geschützte Radfahrstreifen vor den Kreuzungen. Das Prinzip der Trennung auf der Strecke hört vor der Kreuzung auf, obwohl dort die meisten Unfälle passieren. Kurz nachdem wir im Herbst 2017 den Radentscheid Darmstadt gründeten, ist es an 2 Kreuzungen zu Abbiegeunfällen mit LKW gekommen. Beim ersten Unfall verlor ein bekannter Darmstädter Theatermacher sein Leben. Nur 5 Tage später wurde eine Kreuzung weiter eine junge Mutter von einem LKW überfahren und starb. In Darmstadt sind nach Freiburg, mehrere Jahre nach Freiburg, 2011 erstmals Trixi-Spiegel getestet worden. Das Projekt wurde zunächst wieder eingestellt. Erst auf Druck der Radinitiativen ist ein Jahr nach dem Unfall auch an dieser Kreuzung ein Spiegel montiert worden. Man weiß nicht genau, ob die was bringen, aber für 200 Euro stellt man die Frage, glaube ich, nicht unbedingt. Auch die Anlage von vorgezogenen Haltelinien ist ein Ergebnis der Verhandlungen von Radentscheid mit der Stadt Darmstadt. Teilweise sind auch an den Unfallkreuzungen schon vorgezogene Haltelinien oder Aufstellflächen markiert worden. Wir haben diese Maßnahmen aber immer als Sofortmaßnahmen oder Mindestausstattung für eine Kreuzung gesehen. Die Wirksamkeit ist ja, wie wir heute schon gehört haben, vor allem auf Situationen mit vorherigem Halt bei Rotphase beschränkt. Aber gerade dort, wo sich Verkehrslinien schneiden und wo die meisten Unfälle passieren, sollte eigentlich mehr angeboten werden. In Deutschland lösen sich auch aufgrund verschiedener Studien Radverkehrsanlagen vor Kreuzung entweder in Luft auf, sie werden direkt an die Fahrbahn geführt oder werden zu Radfahrstreifen in Mittellage. Das ist auch ein ganz schöner Vergleich hier. Wir haben hier links was in Berlin auch ganz häufig zu finden ist, nämlich eine Führung vor der Kreuzung an den Fahrbahnrand, auch wenn die Führung auf der Strecke noch in dem Seitenraum erfolgte. Das ist in meinen Augen ein Missverständnis der Studien, die sagt, Sichtbarkeit ist wichtig.
Sichtbarkeit aber in einem Moment, wo es mir nichts mehr bringt, wo ich nicht mehr reagieren kann, macht nicht viel Sinn. In Niederlanden ist es genau andersrum. Da wird auch, wenn es auf dem Radfahrstreifen eine Führung auf der Strecke gab, wird vor Kreuzungen meistens in den Seitenraum geschwenkt. Das Design der Radfahrstreifen in Mittellage oder Fahrradweichen, wie sie heute populär heißen, ignoriert zum Beispiel, dass 50% aller Autofahrer beim Abbiegen auf einen Schulterblick verzichten. Es ignoriert auch zum Beispiel, dass die Unfallschwere an Radfahrstreifen in Mittellage deutlich schwerer ist. Hier bleibt keine Zeit mehr, Fehler zu korrigieren, weder für das Auto noch für das Fahrrad. Und auch Fahrradfahrer können reagieren und haben einen sehr guten Blick auf Autofahrer. Hier ist man direkt vom Verhalten anderer betroffen. Und es ignoriert, dass die meisten sich auf diesen Streifen unsicher fühlen. Mit geschützten Radfahrstreifen gelingt es, eine große Zielgruppe anzusprechen. Kreuzungen mit Mischverkehr und Fahrradweichen sind für diese 7%. Das hier ist ein Angebot für die 60%. Wer ampelgesteuerte Knotenpunkte will, kommt nicht um die Auseinandersetzung mit Schutzkreuzungen nach niederländischem Vorbild. Und das ist ja auch nichts Neues. Wir haben auch eine in Darmstadt, die ist halt schlecht gemacht. Die Stadt Darmstadt hat im Juli eine Radstrategie verabschiedet und sich darin zur Schutzkreuzung bekannt. Wir haben jetzt hier auch noch, vorher gab es diese Zebrastreifen nicht über den Radweg, die haben wir noch ergänzt. Ein Punkt ist hier noch, bevor das Argument kommt, wir haben hier, dieser Baum ist natürlich ein Sichtbehinderung und die Haltlinien fehlen hier noch an der Stelle. Es ist nur ein Schema. Mittelinseln sind auch viel zu schmal. Darmstadt fährt Rad hat in der Reihe Kreuzungsdesign Deluxe zusammengefasst, auf welche Details an Kreuzungen in den Niederlanden geachtet wird. Wir haben anhand von Fallbeispielen untersucht, welche Wunschlinien liegen vor an der Kreuzung, welche Typen der Radinfrastruktur, gibt es zwei Richtungsradwege, gibt es Fahrradstraßen, wie ist der Radweg markiert, welche baulichen Trennelemente, also Verkehrsinseln gibt es und wie ist die Flächenverteilung. Wir haben das anhand zwei Fallbeispielen gemacht, eine Kreuzung in den Niederlanden, die sehr komplex ist und eine in Darmstadt, auch eine Fünffingerkreuzung, die von der Fläche her ähnlich sind. Ich habe hier mal zwei Beispiele, also was die Roteinfärbung angeht, streiten sich ja die Geister, aber man sieht hier zum Beispiel allein durch die Anlage der Verkehrsinseln kann man die Radwege im unteren Bild rauslesen. Oben ist die Kreuzung aus Deutschland, aus Darmstadt, da sieht man nur eine Fahrbahn praktisch. Und unten kann man den Radweg erahnen. Das ist natürlich total wichtig für die Orientierung und die Reduktion der Konfliktrate. Ein interessantes Ergebnis der Untersuchung ist auch die Flächenverteilung, ist auch, dass durch einen Verzicht auf Überlagerung von Funktionen, was ja die Radfahrstreifen in Mittellage sind, nicht zwangsläufig ein erhöhter Flächenbedarf entsteht. In beiden Fällen ist der Flächenanteil für die Fahrbahn gleich groß und die Exklusivanteil in Deutschland ist 6,5%, das heißt, wo Radfahrer wirklich sicher sind, auf der Kreuzung in den Niederlanden fast 40%. In einem nächsten Schritt haben wir das Prinzip Schutzkreuzung auf die Unfallkreuzung übertragen. Das ist eine sehr kleine Kreuzung. Auch hier hat Florian Albert aus unserer Gruppe des Radentscheids auch eine Visualisierung beigesteuert. Das ist die Situation vorher. Wir haben hier eine Radverkehrsanlage. Und so ist es später. Ich erkläre gleich, was wir da gemacht haben alles. Wir haben das Gleiche auch an einer großen Kreuzung gemacht und da ist es besonders interessant. Wir haben jeweils die freien Rechtsabbieger zurückgebaut, die ja auch laut Studien zu einer großen Unsicherheit im Unfallgeschehen beitragen und die Kurvenradien verkleinert. Wir haben die Knoten dadurch nicht nur kompakter gemacht, es ist auch mehr Platz fürs Rad entstanden. Wir haben fehlende Radverkehrsverbindung ergänzt und es ist natürlich auch mehr Platz für den Fußverkehr entstanden im Seitenraum. Und hier ist das große
eine Widerlegung des großen Mythos, dass der Fußverkehr durch dieses Design größere Wege zurücklegen muss. Das war in diesem Fall nämlich nicht so. In den meisten Fällen ist die Furt näher an das Zentrum der Kreuzung rangerückt, weil die Kreuzung eben kompakter geworden ist. Wir haben auch nur eine Spur rausgenommen. Ansonsten ist die Leistungsfähigkeit des Kfz-Verkehrs gleich geblieben. Wir wollten damit nicht ausdrücken, dass man das nicht machen sollte, noch mehr Spuren rausnehmen, aber einfach aufzeigen, dass hier die Leistungsfähigkeit des MIV nicht eingeschränkt ist. Wir haben natürlich auch keine Dreiecksinseln mehr, wo Fußgänger gezwungen sind, nochmal zu warten. Hier nochmal zusammengefasst, was für Vorteile eine Schutzkreuzung bietet, die einen Knoten mit freien Rechtsabbieger oder Radfahrstreifen in Mittellage nicht vorweisen kann. Es gibt mehr geschützten Platz für Rad und Fuß, durchgängig, geringe Abbiegegeschwindigkeiten durch kleine Radien, bessere direkte Sicht, haben wir schon gehört. Hier oben ist nochmal ein Beispiel aus der Nacto, wo man das sieht, wenn man direkt am Radfahrstreifen fährt, ist der Radfahrer nicht erkennbar, nur durch Schulterblick. Wir haben eine Entzerrung von Wahrnehmungsereignissen, das ist essentiell. Ein gutes Beispiel dafür sind normale Verkehrsmittelinseln, wo Fußgänger einmal links gucken können, einmal rechts gucken können. Und das gilt hier für den Autoverkehr genauso. Er kann erst abbiegen und kann sich dann auf den Radverkehr konzentrieren. Wir minimieren Konflikte zwischen Fuß und Rad durch eine eindeutige optische und bauliche Trennung, durch Verkehrsinseln und farbigen Belag und durch weniger Gehwegfahren, der normalerweise entsteht, wenn es eine vernünftige Radverkehrsanlage gibt, die auch Kinder benutzen können und Leute, die sich nicht trauen. Wir haben weniger Konflikte zwischen Kfz und Rad, weil wir keine Mischflächen haben, sondern nur Exklusivflächen bis auf die Furten. Und wir haben weniger Konflikte zwischen Rad und Rad. Und das ist eigentlich auch einer der größten Unterschiede zu den Unterschieden mit naher Führung in Deutschland. Da tut man sich nämlich ziemlich schwer, überhaupt diese Aufstellflächen zu schaffen. Man gibt dann diese komischen Buchten vor den Autos. Und gerade auf meinem Weg hierher mit dem Fahrrad habe ich gemerkt, dass es funktioniert einfach nicht. Die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Es gibt auch fließende und intuitive Übergänge von der Streckenführung zu der Kreuzung und damit eine gute Orientierung über die Kreuzung hinweg. Freies Rechtsabbiegen für den Radverkehr ist möglich, haben wir schon gehört. Dadurch kompensiert man eventuell auch einen Zeitverlust durch indirektes Linksabbiegen. Und dieses indirekte Linksabbiegen ist ziemlich einfach, denn es ist eigentlich zweimal geradeaus. Es gibt kein Linksabbiegen auf einer Schutzkreuzung. Die übrigens auch in der Studie von der UDV Nummer 21 irgendwie sind die Linksabbiegeunfälle ja sehr, sehr tragend. Da wurde aber nie drüber gesprochen. Wir haben auch für nicht signalisierte Kreuzungen in Darmstadt viel erreicht. Die Stadtverordneten haben Anfang des Jahres beschlossen, keine abgesenkten Grundstückzufahrten auf Gehwegen und Bordsteinradwegen mehr zuzulassen, sondern es gibt diese abgeschrägten Kantensteine. Und auch Querungen zu untergeordneten Seitenstraßen sollen auf ebenengleichem Niveau durchgeführt werden, also Auflasterung. Wie gut geeignet das Straßenverkehrsnetz in Darmstadt für ein stressfreies Radfahren wirklich ist, haben Darmstadt für Rad und der Radentscheid gemeinsam analysiert. Mit dem Ergebnis, dass nur 9% aller Hauptstraßen Radverkehrsanlagen haben, die den Qualitätstest bestanden haben. Wir haben uns da sehr nah an die Ära 2010 gehalten, haben aber nur die besten Breitenmaße angenommen, weil die auch schon ein bisschen älter ist. Es bleibt also noch viel zu tun. Wir haben aber auch schon viel erreicht. Nochmal hier als Zusammenfassung, was in den letzten 2 Jahren alles erreicht wurde. Die Stadt hat für die nächsten 4 Jahre 16 Millionen für den Radverkehr bereitgestellt, das sogenannte 4x4-Programm. Das bedeutet 25 Euro pro Einwohner. Das ist mehr als jede andere Stadt momentan in Deutschland zur Verfügung hat. Außerdem wurde ein Radstrategiepapier entwickelt, das es in sich hat, mit 2,30 Meter breiten Radwegen als Regelmaß. Wir haben unsere erste Protected Bike Lane, werden Auflasterungen an Einmündungen bekommen und bestimmte Kleinmaßnahmen sind auch umgesetzt worden, wie der grüne Pfeil. Auch Darmstadt ist ein Kandidat für dieses freie Rechtsabbiegen. Wir haben ein Poller-Programm, Poller weg, Poller hin, Umlaufsperren überdenken, Trixi-Spiegel, Aufstellflächen und die Freigabe von
Bahnstraßen. Worauf können wir uns noch freuen? Die Maßnahmenliste zu diesem 4x4-Programm müssen wir noch mit der Stadt zusammen entwerfen. Also wir müssen gucken, wie wir die 16 Millionen ausgeben. Zudem wird sich die Stadt, das ist jetzt eine sehr gute Nachricht, für das jüngste Förderprogramm des BMVI bewerben, mit dem Ziel eines Forschungsprojektes zur Schutzkreuzung. Dazu wurden 2 Kreuzungen ausgesucht. Und vielleicht schaffen wir das auch mit Hilfe von niederländischen Spezialisten. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass Darmstadt bald seine erste richtig gut gemachte Schutzkreuzung bekommt. Und wer weiß, was noch alles möglich ist. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank fürs Dableiben.